Hallo, Borutta. Borutta? Borutta, bitte kommen. Ich komme gleich. Ich bin in 5 Minuten oben. Wo ist der Manfred? Der fährt heute Nacht. Wie viel? 1050. So wenig? Ja, so wenig. Für morgen alles klar. Ja, was denn sonst? Ich gehe jetzt. Darf ich dich fragen, wo du hingehst? Das geht dich nichts an. Das geht dich schon lange nichts mehr an. So handelst wie wir. Verstehst du es jetzt? Mag es kurz, Paolo. Also nochmal, Borutta. Wir suchen eine Erklärung, warum seit 3 Tagen die Bullen auf den Großmarkt rumschnüffeln. Ich weiß nichts davon. Aber irgendwer muss ihnen was gesteckt haben. Sonst wäre sie nicht so auf den Großmarkt. Kann es sein, dass sie uns suchen? Ich weiß nichts davon. Also, Borutta, wer hat den Bullen den Tipp gegeben? Ich nicht. Bestimmt nicht. Fassen wir das Ganze mal anders an. Du hast doch letzte Woche unsere Apfelsinen von Neapel hierher gefahren. Ist das richtig? Ja, das habe ich. Und von unserem Stoff, den du mittransportiert hast, ist 1/2 Kilo verschwunden. Ist das richtig? Ob das richtig ist, Borutta? Ja, das ist richtig. Hast du eine Vorstellung, was unsere Organisation mit Leuten macht, die sie bescheißen? Du sollst antworten. Ja. Das ist 1/2 Kilo Heroin. Genau das 1/2 Kilo, das uns fehlt. Enrico hat es in deiner Wohnung gefunden. Kannst du uns das erklären? Es tut mir leid, Paolo. Das hättest du nicht tun dürfen. Nein. Enrico. Bitte, Paolo. Bitte nicht. Bitte nicht! Thank you.
Jungs zur Arbeit? Aber nur eine ganz bestimmte. So sieht's auch aus. Sehr der Herr. Danke. Danke. Bis Gott. Bis Gott. Hau ab, Pizza, geh woanders schlauen. Ja, komm, komm, komm. Ja, nimm ihn halt. Danke, Chef. Danke, Prost. Glaubst du, dass die die Leiche vor 3 Tagen auf den Großmarkt gelegt haben, damit wir hier die Mörder suchen? Ich meine, damit wir ihn hier nicht suchen sollen. Was? Darum suchen wir ihn. Ach so, siehst du das. Leo Kress sieht das auch so. Hast du mal den Gerichtsbefund gelesen? Nein, noch nicht. Der Mann ist regelrecht hingerichtet worden. Und keiner vermisst ihn. Wo ist denn eigentlich der Fahrer von dem LKW da draußen? Den? Hab ich vorhin laufen sehen wie der Teufel. Warum ist der so gelaufen? Warum? Vielleicht hat er einen Schock. Was für ein Schock? Was für ein Schock. Immerhin ist der Tote da draußen, sein Chef und sein Schwager. Können Sie mir Namen und Adresse von dem Fahrer geben? Leber heißt er. Leber? Manfred Leber. Wohnen tut er beim Mattreis draußen in Karlsfeld. Wie lange kennen Sie den Toten, den Mattrei? Hans Mattrei? Schon ewig. Er hat bei uns als Hilfsarbeiter angefangen. Er hat sich richtig hochgeackert. Erst ein Wagen, dann zwei, dann drei. Er fährt für 3 Gärtner ein, ein paar Großbauern da draußen. Und? Gingen die Geschäfte gut? Mehr schlecht als recht.
Die Konkurrenz ist groß und schmutzig. Wiederschauen, Herr Petersen. Vielen Dank. Wiedersehen. Na, schon was Konkretes? Nein. Ach, übrigens, wer macht denn den Bericht hier? Ich. Oder soll ich? Ja, ich könnte natürlich auch. Also ich. Ich möchte nur gern wissen, wo er hingeht. Wir fahren raus zur Spedition. Du schaffst es schon. Vielen Dank. Genickschuss. Das Geschoss steckt noch. Nach Körpertemperatur und Leichenflecken ist er zwischen 6 und 8 Stunden tot. Geschätzt. Wirklich geschätzt, Herr Kretz. Nur geschätzt. Wollen Sie morgen bei der Obduktion dabei sein? Ja. Dass er nicht auf dem Wagen getötet worden ist, wollen wir wohl nicht zu erwähnen. Nein, nein, brauchen Sie. Ach ja. In den Handgelenken hat er Schürfwunden. Wahrscheinlich war er gefesselt. Ja, ich hau doch mal ab. Bis morgen. Ja, bis morgen. Sag mal, dann wärst du jetzt am besten. Warte mal, Gerd. Danke, Herr Petersen. Henry, wenn du fertig bist, vielleicht solltest du jemanden suchen, der jemanden gesehen hat, der den Zettel aufgehängt hat an dem Brett, ja? Leo. Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich in meinem vorigen Leben auch schon mit dir zusammengearbeitet habe. Ihr werdet euch schwer tun hier. Der Großmarkt, das ist eine Welt für sich. Da kann man süchtig drauf werden. Ich bin jetzt 40 Jahre hier. Hat Hans mal 3 Feinde gehabt? Wer hier keine Feinde hat, hat auch keine Freunde. Also, entweder da hat einer was ganz Großes vor auf dem Großmarkt. Oder es hat einer was hinter sich gebracht und legt uns eine falsche Spur. Hey, Gerd, eine falsche Spur? Ja. Was ja? Ich kenne den Toten. Aber ich komme nicht drauf, in welchem Zusammenhang. Das muss schon ziemlich lang her sein. Also das ist ja nur was ganz Einfaches, Gerd. Da lassen wir unseren großen Computer anwerfen und dann wissen wir das. Gib mir eine Stunde, dann habe ich's. Länger hast du sowieso nicht, weil Henry macht das automatisch, die Abfrage. Wenn das keine falsche Spur ist, können wir das nicht allein schaffen. Gerd, was assoziierst du auf Großmarkt? Schnell, nicht nachdenken. Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Oliven, Andalusien, Sizilien, Neapel, Mafia, Camorra. Das ist ja interessant, so geht's auch. Geh bitte wieder nach oben. Ich kann jetzt wirklich nicht. Okay? Das ist schwer zu sagen. Wissen Sie, ich muss ja auch was arbeiten. Irgendwas, Frau Vinzenz. Und wenn es noch so wenig ist. Da bleiben viele stehen. Viele bleiben da stehen. Ja. Also, Pizza hat heute was angeheftet. Das habe ich genau gesehen.
Pizza heißt er? Ja, ein Penner. So in ihrem Alter. Aha. Und, wer noch? Ja, und, Manfred Leber. Das ist der Fahrer von dem Lastwagen. Von dem Lastwagen mit dem... Ich weiß. Also, ich rufe Sie morgen an, dann kommen Sie zu uns und wir machen ein Protokoll. Was, ein Protokoll? Ja, ein Protokoll. Sie haben uns sehr geholfen, Frau Vinzenz. Ich darf sowieso keine Schokolade essen. Bin so frei. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Frau Vinzenz. Aber nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich wollte natürlich niemand verpetzen. Nein, nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gefunden, als wir einen Lastwagen hier geräumt hatten. Jetzt wird's ja langsam. Sauber geschnitten. Mhm. Ein Messer. Gleich ins Labor. Okay. Unser Junge. Haben Sie es ihm schon gesagt? Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Bitte fragen Sie nur. Wo war Ihr Mann heute Nacht? Das weiß ich nicht. Ich schlafe oben bei meinem Jungen im Zimmer. Wieso? Hatten Sie einen Streit? Nein. Wir schlafen schon seit einiger Zeit getrennt. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ihren Mann? Beim Abendbrot. So um 8. Wir haben zusammen mit unserem Jungen Abendbrot gegessen. Und Ihr Bruder? Mein Bruder? Kennen Sie das Foto? Oder den Mann mit dem Koffer? Darf man das behalten? Bitte? Bei Ihrem Bruder waren wir stehen geblieben, Manfred Leber. Mein Bruder hat auch mit uns Abend gegessen. Mein Mann ist dann gegangen. Und ein bisschen später mein Bruder. Und keiner hat gesagt, wo er hingeht? Nein. Frau Matrei, warum schlafen Sie getrennt? Weil mein Mann immer nachts so laut ist. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Schnarcht er? Richtig. Ich muss mal telefonieren. Bitte. Nein, nein, danke schön, Frau Matrei. Ich mach das draußen von unserem Wagen aus. Was war nach dem Abendessen? Ich bin dann mit Bernie, meinem Sohn, hochgegangen und wir haben noch ein bisschen ferngesehen und dann geschlafen. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ich habe Sie noch gar nicht danach gefragt. Ich sag das auch nur, weil ich Tabletten nehme. Schlaftabletten. Wissen Sie, was uns misstrauisch macht? Ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen. Dass Ihr Bruder jetzt verschwunden ist. Mein Gott. Er war so durcheinander. Verstehen Sie das nicht? Also, wenn Sie was von Ihrem Bruder hören sollten, dann sagen Sie ihm bitte, er soll sich sofort bei uns melden. Aber wirklich sofort, ja? Das mache ich. Auf Wiedersehen. Morgen machen wir ein Protokoll mit Ihnen, Frau Matrei. Wiedersehen. Henry, bist du wieder da? Ja. Was? Nein, Henry. Ab sofort. Das Haus und die Frau Matrei werden ab sofort observiert, ja? Und den Durchsuchungsbefehl für morgen früh spätestens. Gut.
Und vielen Dank, Henry, das war gute Arbeit. Tschüss, bis nachher. Ende. Also? Du bist dran. Gut. Vor 10 Jahren gab es in der Stadt einen Banküberfall. Jürgen Steinbeck hieß der Täter. Fast 300.000 Mark hat er damals erbeutet. Der ist auf dem Foto. Und 2 Geiseln hat er genommen. Die eine hieß Hans Matrei, der ist jetzt tot. Und Manfred Leber hieß die zweite. Das ist ein LKW-Fahrer, damals noch ein Junge, 14 Jahre alt. Der ist weggelaufen. Jürgen Steinbeck. Ich wusste es da drin schon, aber was sollte ich machen? Aber den Steinbeck, den kannst du doch nicht kennen, oder? Nee, aber die Mauer von der Strafvollzugsanstalt, die kenne ich. Den Rest hatte Henry schon besorgt. Bist du jetzt traurig? Jürgen Steinbeck ist vor einer Woche entlassen worden. Hab dich gefragt, ob du jetzt traurig bist. Der Rest wird erledigt. Ich bin froh, dass wir jetzt richtig anfangen können. Okay. Wenn man vor uns was vernichten will, dann verbrennt man das, richtig? Richtig. Die hat uns belogen. Die kennt den Mann auf dem Foto, Jürgen Steinbeck, richtig? Richtig, die muss ihn gekannt haben. Von der Zeitung oder von der Verhandlung her. Die war ja damals schon mit Matrei verheiratet. Ganz junges Ding noch. Naja, brauchen wir jetzt nur noch den Rest zu finden. Wer, wo, wann, was, warum. Das Geld damals war verschwunden. Nochmal. Das Geld von dem Banküberfall. Die 300.000 Mark. Verschwunden. Das sagst du mir erst jetzt? Jürgen Steinbeck hat uns zu dem Versteck geführt, aber das Geld war weg. Kress. Ich brauche auch Zeit zum Nachdenken. Du hast dein Tempo drauf. Den Ausweis bitte. Was? Ihren Ausweis. Dann fangen wir mal an. Herr Wohlreit. Kannst du nicht Pizzas zu mir sagen? Bringst du mich ganz durcheinander. Kann ich. Büro Kress. Herr Gerd, was sagst du? So viel Zufall gibt's gar nicht. Du sagst es. Ach, der Henry hat gefragt, ob er unbedingt kommen muss. Habe ich Nein gesagt. Entschuldigung. Ja. Vier Geschosse haben wir in der Mauer gefunden. Eins hat er noch in der Schulter, wie es aussieht. Keine Patronenhülsen. Kaliber? 9 mm Parabellum. Danke, Herr Löwinger. Okay. Der Fluchtwagen des Täters mit der Nummer MND 4181 ist als gestohlen gemeldet worden. Heute früh. Auf dem Großmarkt. Das war schön, was? In der Innenstadt. Schade. Was ist schade?
Schade, dass keiner den Mann in dem Wagen gesehen hat. Woran denkst du? Wenn jetzt nicht bald der Bruder von der Matrei auftaucht, dann ist er dran, der Manfred Leber. Ach, Gerd, frag doch mal Henry, ob das Geschoss von dem Genickschuss an Hans Matrei schon im Labor ist. Kannst du nicht. Du hast gesagt, Obduktion morgen. Ja, ich hab gar nichts gesagt. Unser Doktor hat gesagt morgen, aber jetzt brauche ich die Obduktion sofort. Willst du dabei sein? Nee. Guten Tag, Herr Kress, guten Tag, Herr Heimann. Ist eine Menge los heute. Wo haben Sie ihn hinbringen lassen? In welches Krankenhaus? Sie brauchen sich gar nicht anzustrengen. Er ist eben gestorben. Was? Tot? Ja, der Herr Heimann hat's mir gerade gesagt. Noch auf dem Transport. Ja. Gerd, die Obduktion. Ja. Herr Kress, wie hieß der Mann? Jürgen Steinbeck. Steinbeck. Da war doch mal was. Ja, da war was. Ist schon eine Weile her. Entschuldigung, ich muss jetzt was tun, Herr Schneider. Kommen Sie morgen wieder, da erzähle ich Ihnen mehr. Okay. Weiß doch noch gar nicht, wo sie hin will, oder? Die Kugel steckte in der Schulter. Die Ärzte haben gesagt, in 2 Stunden kannst du zu ihm. Dann wacht er aus der Narkose auf. Kannst dich ruhig an meinen Tisch setzen, Gerd. Und was war das bitte mit der Nachricht, dass Jürgen Steinbeck tot ist? Intuition, Henry. Vielleicht bewegt sich was. Na, guck mich nicht so an. Was können wir verlieren? Das ist der Durchsuchungsbefehl für das Haus von Matrei. Damit warten wir noch. Ich will, dass die Matrei sich fortbewegt, ihren Bruder sucht oder trifft oder sonst irgendwas. Wollen wir nicht eine Fahndung nach Manfred Leber rausgeben? Eine Stunde hat er noch. Die Fahndung nach dem Wagen MND 4181 läuft. Büro Kress. Danke, Ende. Das waren die Kollegen. Und? Also, die Matrei befindet sich mit dem Wagen in der Innenstadt. Na, siehste, bewegt sich doch was. Mach ruhig weiter, Henry. Du bist gut. Also der Zettel. Der nächste Tote ist hier, nächste Woche Dienstag. 2 Leute sind beobachtet worden, wie sie was angeheftet haben. Der eine heißt Pizza. Und er sagt, er hat folgenden Text hingehängt. Suche immer Arbeit, Pizza. In Klammern, hier zu finden. Und der andere? Heißt Manfred Leber. Ja, und? Ja, leider und. Er hat sich ein Alibi hingehängt. Junger Mann sucht kleine Wohnung, auch Untermiete. Manfred Leber, Kraftfahrer, Telefon und so weiter. Heimann. Ah ja. Danke. Angelika Matrei hat soeben das Präsidium betreten. Na, ihr macht da draußen rum und ich schieb hier Bürodienst. Na klar seid ihr weiter als ich. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe meinen Bruder mitgebracht. Er hat unten auf mich gewartet. Ich bin Manfred Leber. Das wurde auch Zeit. Kennen Sie diesen Mann?
Ich habe vorhin im Radio gehört, dass er tot ist. Ich denke, Sie kennen Jürgen Steinbeck nicht. Ich bin hier, weil ich ein Geständnis machen muss. Will. Moment. Gerd, gehst du bitte mit Herrn Leber nach nebenan? Kommen Sie, Herr Leber. Kommen Sie. Henry. Bitte, Frau Matrein, setzen Sie sich. Danke. Ist jemand bei Ihrem kleinen Jungen? Ja, ja. Ich habe ihn zu einer Freundin gebracht. Das ist nur für den Fall, dass Kress Leber und Matre laufen lässt. Nein, ihr müsst so viel sein, dass ihr den beiden folgen könnt, auch wenn sie sich trennen. Jeder extra. Frau Matrei, Sie haben erklärt, dass Sie mit der Tonbandprotokollierung unseres Gespräches einverstanden sind. Ist das richtig so? Ja. Danke. Wer hat die Fotos gemacht? Mein Mann. Ihr Mann? Wann? Einige Zeit vor seiner Entlassung hat Steinbeck öfter Freigang gehabt. Warum haben Sie die Fotos zerrissen? Mein Gott. Ich wollte sie vor Ihnen verbergen. Und außerdem wollte ich nicht, dass mein Mann da hineingezogen wird. Ja? Bitte, erzählen Sie. Gestern Nacht zwischen 24 und 1 Uhr habe ich geladen. Auf zwei Stellen. Und dann? Dann bin ich auf den Hof von unserer Spedition zurückgefahren, habe mich nochmal hingelegt, so für 2,5 Stunden. Ist das normal? So früh laden? Kommt schon mal vor. Und? Weiter? Dann bin ich zum Großmarkt gefahren. Und was dann? Dann ist es passiert. Dann haben sie ihn gefunden. Mein Mann hat Steinbeck erpresst. Womit konnte er ihn erpressen? Es ging um das Geld. Aus dem Bankraub vor 10 Jahren. Das verstehe ich nicht. Mein Mann wollte seinen Anteil haben. 100.000. Die Geiselnahme von meinem Mann und meinem Bruder, das war eine abgesprochene Sache. Zwischen Steinbeck und meinem Mann. Hat Ihr Bruder das gewusst? Nein. Der war doch noch viel zu klein. Aber die 300.000, die waren doch verschwunden. Klar. Steinbeck hat die Polizei angeschwindelt. Das Geld hat er woanders versteckt. Hier. Diese Waffe hat mein Mann sich vor ungefähr einer Woche gekauft. Es ging uns finanziell nicht besonders gut. Wir brauchten das Geld. Und jetzt, wo Steinbeck heraus war, da... Ich habe aufgeschrieben, wo ich den Tag über war. Alles Kneipen. Habe nichts getrunken, nur Wasser. Das können Sie nachprüfen. Mineralwasser. Und um 14 Uhr, wo waren Sie da? 14 Uhr? Was waren da? Jürgen Steinbeck, Strafvollzugsanstalt. Da war ich bei meinem Großvater in der Wohnung. Aha. Hab mit jemand reden müssen. Er hat mir auch gesagt, dass ich hierher kommen soll. Ja, ja. Und warum sind Sie weggelaufen heute früh? Verstehen Sie das nicht? Das war wie ein Schock für mich.
Ich bin bei Hans Matrey praktisch aufgewachsen. War sowas wie ein Vater von mir. Und warum wollten Sie da ausziehen? Was? Ja, ausziehen. Weil ich die Streitereien zwischen ihm und meiner Schwester nicht mehr ausgehalten habe. Ich nehme Schlaftabletten. Das sagten Sie schon. Ja, aber ich konnte trotzdem nicht schlafen. Ja, und weiter? Es muss so gegen 2 Uhr nachts gewesen sein. Ich stand am Fenster. Wir haben immer Licht unten im Hof brennen nachts. Und da habe ich plötzlich gesehen, wie mein Mann und Steinberg zum Lagerschuppen gegangen sind. Ja, und warum haben Sie mir das nicht gleich erzählt, als ich bei Ihnen war? Warum haben Sie mich belogen? Ich wollte nicht, dass es rauskommt. Ich wollte meinen Mann vor dem Gerede schützen. Er war doch tot, als ich kam. Ja. Vielleicht gerade deshalb. Schuss gehört? Nein. Ich bin irgendwann eingeschlafen. Fertig? Fertig. Sie kommen bitte morgen noch mal und unterschreiben die Protokolle. Wiedersehen. Ach, übrigens, die Meldung vorhin im Radio, die war falsch. Jürgen Steinbeck ist nicht tot, er liegt im Elisabeth-Krankenhaus. Er ist zwar im Koma, aber die Ärzte meinen, sie kriegen ihn durch. Wann sollen wir morgen kommen? Am Nachmittag. Gut. Wiedersehen. 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 Frank, die beiden sind eben zur Tür raus. Es geht los. Sagt was. Ich hab Hunger. Henry. Warum hast du die beiden nicht festgenommen? Aufgrund von was, Henry? Und die abgesprochene Geiselnahme? Manfred Leber war damals strafunmündig. Um die verdammten 300.000 Mark aus dem Bankraub geht's. Und nun? Sag mal, Gerd, wieso seid ihr damals nicht draufgekommen? Wieso habt ihr das nicht rausgekriegt, dass die Geiselnahme abgesprochen war? Naja, wir hatten so eine Ahnung, aber da war alles dicht. Die haben ein Jahr lang zusammengearbeitet. Früher. Der Steinbeck und der Tote, der Hans Matrey. In Ingolstadt, im Schlachthof. Richtig. Naja. Henry? Ja, der Henry bleibt jetzt wieder hier, weil der Leo Kress zu Jürgen Steinbeck ins Krankenhaus muss. Dazu braucht er Gerd Heimann, weil der den kennt. So ist es, Henry. Büro Kress und Heimann. Gut, danke. Sie haben den Wagen MND 4181 gefunden. Der kann gleich zur Spurenuntersuchung. Ist er schon. Die Pistole auf meinem Schreibtisch muss ins Labor, Henry. Und dann will ich wissen, ob Sie das Geschoss schon haben. Von dem Genickschuss an Hans Matrey. Und die Hausdurchsuchung in der Spedition? Da warst du noch mit. Wir haben sowieso keine Leute mehr. Du wirst das schon machen, mein Henry. Ansonsten ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung, Henry. Gar nichts.
Ja, und dann will ich immer auf dem Laufenden sein, wo Angelika Matray und Manfred Leber sich aufhalten. Ja, Chef. Henry. Nun haut endlich ab. Du machst das schon. Ich hoffe, du hast eine Bewachung im Krankenhaus bei Jürgen Steinbeck. Nein. Was? Ja. Die musst du verstärken lassen. Und außerdem sollen sie nicht offen bewachen, sondern verdeckt. Erst legen sie uns eine Spur zum Großmarkt, damit wir an was ganz Großes denken, was da läuft. Vielleicht hätten wir es auch geglaubt. Und sie legen eine Spur zu Jürgen Steinbeck. Doppelt genäht hält besser. Warum, verdammt nochmal, ist dieser Manfred Leber heute früh weggelaufen? Weil er Zeit braucht, um Jürgen Steinbeck zu töten. Sonst geht das nicht auf. Warum nimmst du sie nicht fest, wenn du das alles weißt? Weil ich kein Motiv habe. Ich habe kein Motiv bei den beiden. Muss warten auf das Motiv. Und wenn sie nur Angst gehabt haben vor Jürgen Steinbeck? Einfach nur Angst? Nein, das ist es nicht. Ich muss wissen, warum die Hans Matray getötet haben. Warum? Da fängt die ganze Geschichte an. Was ist? Hast du das Gefühl, die verfolgen uns? Glaube ich nicht. Willst du fahren? Bin schon da. Ja? Nein, nicht ewig. Braucht ihr nicht. Wenn sie mehr als 50 Kilometer von der Stadt entfernt sind, nimmt er sie fest. Gut, was? Was ist gut? Na, gut versteckt. Keiner zu sehen von unseren Leuten. Hört mich jemand? Wir hören dich nicht nur, wir sehen euch auch. Danke, Ende. Sag ich doch. Gut, da drüben ist es. Das kriege ich aber auch langsam Hunger. Guten Abend, Herr Steinbeck. Na, wie geht's Ihnen denn? Dürfen wir Sie kurz sprechen? Vielleicht bin ich noch gar nicht wach aus der Narkose. Doch, doch. Lange nicht gesehen, was? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie keine Sehnsucht nach mir hatten. Das ist richtig. Schlimm, die Verletzung? Wer ist denn Ihr da eigentlich? Ich heiße Chris. Leo Chris. Was wollten Sie heute in der Strafvollzugsanstalt? Habt ihr das Päckchen nicht aufgemacht? Wir haben es aufmachen lassen. Kuchen, Apfelsinen, Pornos. Mit den Pornos wären Sie sowieso nicht durchgekommen. Vielleicht doch. Ich wollte einen alten Kumpel besuchen, mit dem ich in der Tischlerei gearbeitet habe. 8 Jahre lang. Um was geht's denn hier eigentlich? Um den Mordanschlag auf Sie. Was haben Sie auf Ihren Freigängen gemacht? Ich habe wieder meinen alten Beruf angefangen als Maler. Malergeselle. Hat Sie da mal jemand fotografiert? An der Mauer von der Vollzugsanstalt. Mich? Ja, Sie. Mich hat mal einer fotografiert, stimmt. Aus dem Auto raus. So ein jungscher Kerl mit einer Felljacke oder sowas. Und? So, nichts und. Er hat geknipst und ist weg. Hab's doch wieder vergessen. Hat Hans Matray versucht, Sie zu erpressen? Wer? Hans Matray. Steinbeck, wir wissen inzwischen, dass die Geiselnahme damals abgesprochen war. Ob er sie erpresst hat? Seinen Anteil, 100.000. Das ist doch wohl die letzte Scheiße, die ich je gehört habe. Herr Steinbeck. Bleiben Sie mal ganz ruhig, ja? Ich bin ganz ruhig.
Wenn hier einer Kohle zu kriegen hat, dann bin ich es. Von Mattrei. So ist das. Nur er und ich haben gewusst, wo damals die 300.000 waren. So blöd war ich. Das war nicht so gut. Was? Nee, es war nicht so gut. Weil wir nämlich heute Morgen um 7:30 Hans Mattrei auf dem Großmarkt gefunden haben. Ermordet. Ich sage kein Wort mehr. Nee, 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 jetzt werden wir schön weiterreden. Das werden wir. Also? Mattrei hat mir damals die ganze Kohle geklaut. Hat sich zwei Lastwagen davon gekauft, das Schwein. Das können Sie leicht nachprüfen. Was haben Sie letzte Nacht gemacht? Letzte Nacht? Ist Mattrei letzte Nacht? Ja, was gibt's denn da zu lachen? Weil ich ein ganzes Polizeirevier für mein Alibi habe. Die ganze Nachtschicht, lauter Polizisten. Wir haben nämlich auf dem Revier 15 den ersten Stock renoviert. Mein Meister, vier Gesellen und ich, Jürgen Steinbeck. Haben Sie eigentlich eine Wache vor der Tür? Haben wir. Wohin hast du gesagt? Raststätte an der Autobahn. Habt ihr gar nicht zugehört. Ich glaube, was ich da sehe. Du? Es gibt nichts auf der Welt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ist das das Motiv? Das ist es, Gerd. Das ist es meistens. Was machen wir jetzt? Warten. Wir haben ja Zeit. Und jetzt? Jetzt gehe ich zu ihr. Und ich? Du fährst zum Krankenhaus. Von unterwegs waren es unsere Leute früher. Gleich. Glaubst du mir nicht? Doch, doch. Oder denkst du, ich gehe da was essen? Nein. Ja, hier ist euer Büro, Heini. Ich war fleißig für euch. Der Leber und die Matre sind keine richtigen Geschwister, wollte ich dir sagen. Ihre Eltern haben den Jungen adoptiert. 4 Jahre später sind sie tödlich verunglückt. Beide. Und sie hat den Hans Matre geheiratet und den Jungen mitgenommen. Ich glaube, dass er ihre große Liebe war. Danke, Henry. Aber das habe ich eben selber gesehen, dass es keine richtigen Geschwister sind. Trotzdem vielen Dank.
Trinken Sie bitte Ihren Kaffee aus, Frau Matre. Sie sind festgenommen. Warum ich das getan habe, verstehen Sie sowieso nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Ich liebe Angelika Matrei. Verstehen Sie es jetzt? Nein. Irgendwas fehlt doch noch in Ihrer Aussage. Ich habe Ihnen alles gesagt. Wir haben noch einen Toten, Herr Leber. Und er ist auf die gleiche Weise getötet worden wie Hans Matrei. Das war ich nicht. Ja, ja. Sie waren das nicht. Es waren die Neapolitaner. Dadurch bin ich überhaupt erst drauf gekommen, wie ich das machen muss mit dem Matrei. Neapolitaner? Was für Neapolitaner? Der Tote heißt Beruta. Ich habe gesehen, wie sie ihn umgebracht haben. Es waren drei Männer. Sie finden sie in der Lagerhalle hinterm Güterbahnhof.